Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zur DFB-Pokalprognose. Seid gegrüßt, da sind wir wieder. Mit Uwe. Und mit DFB-Pokal diesmal, ne? Richtig. Ja, klar. Ja, DFB-Pokal, Uwe. Ja. Meine Mannschaft ist nicht mehr dabei, aber ja. Deine Mannschaft ist noch dabei. Meine Mannschaft ist noch dabei, genau. Bremen ist noch dabei. Also, Halbfinale. Ich denke, es wird tatsächlich spannend. Ja. Pokal schreibt immer eigene Gesetze, darf man nicht vergessen. Ja, das ist... Aber wir reden über einen Detail, finde ich, darüber. Wow. Es sind insgesamt 4 Konstellationen möglich. Die Frage ist, heißt das Finale Bremen-Dortmund, Bremen-Kiel, Leipzig-Dortmund oder Leipzig-Kiel? Was anderes gibt es nicht. Das sind die 4 Mannschaften, wo man, denke ich, auch über jede Mannschaft was Positives, aber auch was Negatives sagen kann. Über jede, wie ich finde. Auf alle Fälle. Fangen wir doch mit der ersten Begegnung an. Die da heißt Bremen gegen Leipzig. Ja, da haben wir's. Beide haben jetzt ja in der Liga gespielt. Beide haben in der Liga gespielt. Aber das Spiel war in Leipzig, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ja, ja. Darf man auch nicht vergessen. Macht vielleicht was aus, weiß ich nicht, ob das viel ausmacht. Ja, doch, also ich finde schon, aber dass das so ein bisschen was ausmacht, so Atmosphäre, vielleicht aber von der Mentalität her, ja, wo man spielt. Das mag natürlich vielleicht sein, aber es ist trotzdem schwer zu bewerten, weil wenn man sich das Ligaspiel anguckt, dann würde ich sagen, wird es ganz schwer. Richtig schwer für Bremen, muss man so sagen. Jetzt spielen sie natürlich hier in Bremen und ist eine andere Motivation, vielleicht auch ein Platz. Vielleicht stellt auch die Mannschaft anders ein oder anders auf. Kann auch viel ausmachen, vielleicht bringt es doch ein bisschen was. Ja. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Bremen weiterkommt, aber also ich habe schon schweres, so bei der Mannschaft. Wird eine schwere Aufgabe, glaube ich, ne? Muss man klar sagen, aber es ist für mich schwierig. Also ich würde mir wünschen, dass Bremen weiterkommt, muss ich so sehen. Aber hast du schon so deine Mannschaft, die du gleich nennen kannst, ehe ich sonst gleich runterziehe? Wie meinst du jetzt? Ach, die ich jetzt sage? Ja, wenn wir weiterkommen. Na, natürlich. Also hast du schon die Mannschaft? Ich habe die Mannschaft. Okay, natürlich, nee, ich wollte auch nur so sagen, also wie gesagt, in der Bundesliga war es von 4-0, glaube ich, war es ja für Leipzig. Ja, gut. War natürlich 4-1, ein bisschen deutlich. Ist egal. Ach, stimmt, 4-1, ja, stimmt. 4-1, aber... Stimmt, 4-1. Da darfst du nicht von gehen, oder da darf man nicht nachgehen, sag ich mal so. Ich denke mal, dass die schon ein bisschen anders damit umgehen. Also ja, das glaube ich auch. Weil gerade, wenn man jetzt so diesen Punkt betrachtet, das klingt jetzt vielleicht voll komisch, wenn ich jetzt schon so in diese Zukunft blicke, wie ich es bewerte, aber wenn man jetzt davon ausgeht, und ich nehme jetzt Bayern natürlich nicht ohne Grund mit in das Thema hier, mit in diese Partie mit ein, vielleicht ahnt ihr, worauf ich hinaus will, Flick womöglich Tendenz ja eher zum DFB als Verlängerung, obwohl ja gesagt wurde, hier, ich erfülle meinen Vertrag bis 2022 oder 2023. Ja, wohl auf das Gerede muss es nicht viel geben. Nee. Also ich habe auch so einen Artikel gelesen, ich will mal kurz wissen, was du dazu denkst. Und zwar Trainer und ihre Meinungen, dass Trainer tatsächlich immer mehr in Kritik geraten, weil die von Vorhaben und von Äußerungen sich ein halbes Jahr oder nur ein paar Monate später dann sagen, nee, das habe ich nie gesagt. Mhm. Und also ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, es ist immer so eine Sache. Ja, also ich finde tatsächlich, muss ich diesem Artikel sehr, sehr viel zustimmen. Ich kann jetzt nicht genaue Zitate vom Artikel nennen, aber ich finde tatsächlich, Trainer sind tatsächlich so ein Punkt, die echt lügen, und ich sage das auch so makaber, und die wirklich keine Versprechen halten. Und das finde ich ist echt schlimm in Sachen Fußball, wo man eigentlich darauf angewiesen ist, dass da ein Prozess stattfindet. Und wenn dieser unterbrochen wird oder von Meinungen oder von klaren Äußerungen, ich bleibe, darf man sich nicht ein halbes Jahr davon distanzieren und sagen, oder dann bekannt geben, hier, ich wechsle nach Gladbach. Nee. Natürlich hier Anspielung auf Adi Hütter. Ja, also, der hat Anfang des Jahres noch beteuert, ich bleibe bei Frankfurt, weil da waren auch schon gewisse Gerüchte. Ja, das ist schwierig. Also deswegen, ich muss echt sagen, Trainer, der Ruf von Trainern sinkt für mich immer weiter, gerade in Deutschland. Das kann ich eigentlich nur so, kann ich so befürworten, weil das teilweise auch so ist, dass das jetzt doch gesagt wird, es wird, nein, das ist nicht so, nein. Und da ist ja manchmal nicht mal, da sind ja nicht mal Monate zwischen. Da kommt doch wieder ganz was anderes auf drauf. Ja. Ey Leute, ihr müsst doch wissen, was ihr wollt, und dann sagt doch einfach mal den Leuten die Wahrheit und nicht, das ist für mich das ist ein Anlügen, das macht man einfach nicht. Das gehört sich nicht. Ist so. Und da kann ich, ich weiß doch, was ich will. Entweder will ich es oder ich will es nicht. Wenn ich sage, ich verlasse den Verein, ich bleibe da, dann bleibe ich auch da. Ja. Und ich, und wenn man sich nicht sicher ist, dann soll man das auch sagen. Ja, das sage ich doch gar nicht. Ich bin noch am Überlegen, ich muss gucken,
Oder dazu kann ich keine Stellung nehmen, weil dann weiß man, okay, der ist am Überlegen. Er überlegt noch, was auch immer die Hintergründe sind, aber dann sage ich nichts. Aber richtig. Ich treffe da nicht Aussagen, die hinterher wieder widerrufe und sage, nein, so habe ich nicht gesagt. Oder dass man sagt, wie gesagt, so entweder sie widerrufe oder dass man wirklich von vornherein sagt, ich bleibe und dann bleibt man nicht oder umgekehrt, ich bleibe nicht und dann bleibt man irgendwie doch. Also selbst man, das ich weiß doch im Hinterkopf, ob ich jetzt den Verein verlassen will oder nicht. Ich will was anderes machen, dann kann ich, entweder äußere ich mich dazu, im Moment sage ich da lieber nicht zu. Genau. Oder ich sag gleich, ja, okay, ich spiele mit dem Gedanken, dann ist das so. Und deswegen so dieser Punkt gerade bei dieser Begegnung, weil wenn Flick zum DFB geht, wovon man ausgeht, dann und das hoffe ich als Bayern-Trainer natürlich, soll er doch machen, ist ja auch unser gutes Recht. Und da, ja, muss man halt gucken, was da geht, ne? Natürlich. Aber ganz keine Frage, ich meine, wenn ich dann sage, ich möchte lieber wechseln und ich gehe lieber zum DFB, dann ist das egal, er war ja auch schon da und ist das in Ordnung für mich? Klar, ist klar. Und da es jetzt sowieso ein bisschen Unstimmigkeiten gibt in dem Verein, ist es vielleicht auch für ihn besser, wenn er geht. Das sehe ich mal so. Für seine Zukunft ist es vielleicht auch besser. Ja. So, das dazu. Ja? Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ziehe ich mal runter und dann sagen wir beide mal unsere Mannschaft, wo wir glauben, die weiterkommt. Entweder glauben oder wünschen, ist ja vollkommen egal. Ja gut, ich habe da meine Mannschaft schon im Kopf. Und ich auch. Denke, 3, 2, 1, also Bremen. Bremen ist für mich, möchte ich gerne, sehe ich jetzt weiter, möchte ich gerne, dass es weiterkommt. Und ich hoffe, dass es klappt. Genau. Weil, wie gesagt, es ist immer noch wieder anders zu bewerten, ne, diese Spiele. Richtig. So. Ja, sprechen wir über die zweite Begegnung, Uwe? Ja, das wäre Dortmund-Kiel. Ja. Aber es ist genauso. Ich finde, über die Mannschaft Kiel muss man ein bisschen was sagen, denn tatsächlich ist es so, ich erinnere mich, als hier Kiel gegen Essen gespielt hat, da hat man tatsächlich 2 Ligaspiele davor, 1 verloren, 1 unentschieden. Und aktuell läuft es für Kiel in der zweiten Liga nicht so berauschend. Man hat ein paar Spiele wurden ja abgesagt, auch wegen Quarantäne. Deswegen müssen die ja jetzt in 4 Wochen, ich glaube, 9 Spiele spielen tatsächlich. Was ich echt krass finde, das heißt, auch dieses Spiel fällt eben mit darunter. Na gut, aber und das wird natürlich für Kiel dann auch da ein bisschen muss man, schwer. Ich denke mal, da das ja, wer Fußball guckt, der weiß das ja auch, das wird natürlich für Kiel dann unheimlich schwer. Genau, musst du weil man die englische Wochen so hart Du hast ja den Kader, du hast ja nun auch nicht so den riesen Kader dabei. Genau. Dass du immer sagen kannst, ich kann immer wechseln. Kannst du so nicht. Also wird das eine unheimlich hohe Belastung. Ja. Und dann ist es natürlich dann auch noch, dann sollst du auch noch Pokal spielen. Ich weiß und gleichzeitig kämpft man auch immer noch um den Aufstieg. Ja, ich sag mal, Bochum ist schon, finde ich, relativ sicher, was mich echt freut, dass die wieder aufsteigen. Ja gut, nach langer Zeit, ne? Jetzt mal wieder, doch wieder. Fürth aktuell 2. vor Hamburg. Da müssen wir nochmal gucken. Da muss man gucken mit Fürth und Hamburg. Kiel ist halt nur knapp dahinter. Ich glaube, auch nur ein Punkt hinter Kiel ist Düsseldorf, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder Karlsruhe. Also beide Mannschaften sind da auch da noch ein bisschen rangerückt. Schon was tun. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist dir wichtiger? Ist der Aufstieg dir wichtiger? Willst du die oder Pokal? Oder willst du Pokal? Ja. Boah, das ist natürlich... Aber ich denke, die werden einen guten Fokus auf beides setzen. Ja, also, dass die sagen, wir machen, setzen hier 100% und dafür in einem Spiel, Ligaspiel entweder davor oder danach schon wird die Spieler. Ich glaube, das wird schwer. Also ich sehe das als... Ja, aber Dortmund, finde ich, obwohl die jetzt... Guck mal, Dortmund ist gegen Gladbach weitergekommen. Ja, aber Dortmund hat ja nichts anderes als den Pokal eigentlich noch. Gut, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, gerade in diesen Drucksituationen kann Dortmund nicht gut arbeiten. Also das ist für mich schwierig. So gesehen jetzt. Ich kann das schwer einordnen. Das ist für mich an sich absolut schwer. Wer das ganz andere Ausgang sagt, hätte ich zu 100% gesagt, es ist Dortmund. Aber ich sag mal, es sind ganz andere Konstellationen, von denen man hier jetzt spricht. Dortmund ist jetzt gegen Man City ausgeschieden. Ja. Was natürlich auch so ein bisschen diese Mentalität, diese mentalen Kräfte dann ja auch wieder mit sich bringt. Und Dortmund unter Druck, in der Liga läuft es nicht. Da steht man aktuell... Auf Platz 6. Ja, da läuft nee, auf Platz 5. Da läuft es. Auf Platz 5. Die sind ja noch hinter Frankfurt. Das läuft nicht wirklich rund. Aber jetzt ist natürlich für mich auch ein bisschen die Frage. Da also, ich habe schon meine Mannschaft gesagt. Wenn du jetzt natürlich überlegst, jetzt im Pokal. Oh, nee, das ist auch immer so eine Zeitaufnahme bei den ganzen Krams da. Ja. Na gut, aber ich sag mal so, ich wünsche es ja natürlich irgendwo einer anderen Mannschaft. Also würde ich mal sagen, würde ich jetzt schon mal das haben. Oder sage ich mal so, ich hätte gerne dieses Endspiel, wenn man es mal so herausdrücken. Ne? Wenn also, du auch hast, ja, dann Ziel runter, weil da darfst du ja 3, 2, 1, Kiel. Kiel. Da nehme ich Kiel. Guck mal. Also, das ist eine Konstellation, wo ich sage, das ist eine schöne, kann man sich bestimmt gut angucken. Genau das denke ich mir auch. Das ist bestimmt auch
wird schon bestimmt auch ein richtig. Selbst, das sage ich jetzt mal natürlich. Selbst wenn jetzt wir beide falsch liegen sollten, ja, dass sie da ist, dann heißt es Dortmund. Was natürlich nicht auch ganz unrealistisch ist, muss man natürlich auch sagen. Darf man nicht vergessen. Also ich sag mal, Pokal hat mal eigene Gesetze. Ja, deswegen gehen wir ja auch auf diese Mannschaften. Genau. Wenn man natürlich vom Fokus die sich die beiden Mannschaften und genau anguckt. Seit Achtelfinale, ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play Medien 2 verfolgt, was Oliver und ich spielen. Da gibt es noch tolle Folgen, kann ich euch nur sagen. Jedenfalls, das war so relativ ganz am Anfang, das war zweite Session und genau an diesem Tag hat nämlich Kiel gegen Bayern gespielt. Mhm. Auch für dich zur Info bei eben. Und tatsächlich war es so, haben wir gesagt, ey, Hammer, dass Kiel weitergekommen ist. Haben ein bisschen negativ über Bayern gesprochen, weil natürlich darf man sich nicht so präsentieren. Ja. Jedoch haben wir uns sehr für Kiel gefreut tatsächlich und haben so gesagt, ein Traumfinale wäre. Und das haben wir im Februar schon gesagt. Mhm. Im Februar haben wir das schon gesagt. Und da haben wir schon gesagt, unser Traumfinale heißt Bremen gegen Kiel. Das haben wir schon damals gesagt. Ja, und, deswegen wäre das halt echt eine schöne Wunschvorstellung, dass entweder A, eine zweite Ligamannschaft den Pokal gewinnt oder Bremen nach 2009 mal wieder einen Titel holt. Auch das wäre vielleicht mal schön. Also ich würde mich freuen, wenn sie es mal schaffen würden wieder. Ich finde es auch toll. Aber man sieht ja, dass sie auch so weit gekommen sind. Das hätte man ja vielleicht auch nicht unbedingt so erwartet. Ja, man muss echt sagen, im Pokal präsentiert sich Bremen tatsächlich nicht immer so schlecht. Eigentlich echt stark zu den letzten Jahren. Da muss man natürlich sagen, ist vielleicht die Motivation oder was auch immer dahinter hängt ein bisschen anders als bei anderen. Ja. Und deswegen sage ich, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass ich jetzt dass sie jetzt dieses Spiel jetzt gegen Leipzig gewinnen. Natürlich hatte Bremen auch immer ein bisschen Losglück jetzt in den letzten Jahren, aber man hat auch starke Mannschaften schon geschlagen. Ja, ja, gut, natürlich hatten sie auch ein bisschen Glück. Jetzt haben sie natürlich einen etwas stärkeren Gegner, das ist halt so. Oder hätten sie Dortmund gekriegt, ist es genauso, das weiß man auch nicht. Ich muss aber zugeben, während die Spiele Bremen gegen Dortmund und Leipzig gegen Kiel, bin ich ehrlich, bei Leipzig-Kiel wäre ich eventuell eher auf Leipzig gegangen. Bin ich ehrlich. Und bei Bremen-Dortmund würde ich auch wieder klar auf Bremen gehen, weil Bremen-Dortmund in den letzten Jahren tatsächlich, finde ich, hat Bremen sehr oft im Pokal gegen Dortmund immer gewonnen. Ja, stimmt. Also ich glaube, in den letzten 6 Jahren zweimal. Also das hat immer ganz gut geklappt. Als sie mal gespielt haben gegeneinander. Also das hat immer schon sehr, sehr gut geklappt. Also deswegen. In der Liga meistens haben sie dann doch verloren, aber im Pokal haben sie gewonnen. Also ja, von daher, also deswegen. Pokal ist immer was anderes. Ja, doch, das muss ich sagen. Also deswegen ist das nicht ausgeschlossen. Also ja. Also, das wäre natürlich schön, ne? Traumfinale von uns beiden, weil wir beide auf die gleiche Mannschaft gehen, ja, gut. Ist Bremen-Kiel. Ja, das sehe ich so und da stehe ich auch zu. Ich auch. Und da stehe ich mit meinem Namen. Weil Fußball ist alles möglich, warum soll es nicht klappen? So. Genau. So. Ich genauso. Ich denke nur das. Also, schreibt gerne mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Wie heißt das DFB-Pokalfinale? Auf welche Mannschaften geht ihr? Bei Bremen-Leipzig und natürlich bei Dortmund gegen Kiel. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Außer du hast noch irgendwas sagen. Nein, brauche ich nicht. Also, nee, so ist doch alles gesagt. Ich denke mal, vielleicht sehen andere das anders. Ich denke mal, weil die nämlich den stärkeren Gegner, ja, wieso, das wird doch nichts und so. Genau. Ja gut, auch das ist in Ordnung. Von dem ganz sagt, ey, ist ja vollkommen in Ordnung. Finde ich auch. Wir gehen hier eher auf die Underdogs oder auf, unserer Meinung nach, auf also, einen Wunsch in dem Sinne, dass wir uns auch so dieses Finale auch wünschen. Man muss es auch so sehen, es ist auch ein kleiner Wunsch, dass man sagt, das wäre eine schöne Gegend, das würden wir gerne gucken. Aber es ist auch nicht ganz unrealistisch. Nein. Deswegen, also ich bin sehr, sehr gespannt, ich freue mich aufs Pokal. Ja. Nee, können wir das jetzt zusammen gucken? Obwohl, doch, ist ja Freitag, Samstag. Könnte man theoretisch gucken. Könnte man vielleicht hinkriegen, ja. Das könnte man außer machen. Tatsächlich die Freitagsbegegnung. Weil da läuft Let's Dance. Ja, gut. Aber das werden wir dann sehen. Genau. Schauen wir mal, ne? Oder? Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und Glocke aktivieren. Werdet Teil der Fußballfreunde. Wir sehen uns, ich weiß nicht wann wieder. Weil ich jetzt nicht weiß, wann dieses Video kommt, aber wir sehen uns auf jeden Fall dann zum Bundesliga-Tippspiel am Montag wieder. Jetzt so rein von der Reihenfolge her, würde ich sagen. Und dann bleibt uns noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff-Tor. Ciao, liebe Fußballfreunde, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und tschüss. Von mir auch ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.